Kevin, Kevin, Kevin. Wer Kevin heißt, hatte es lange nicht einfach. In Frankreich wie in Deutschland. Kevins steckt man gerne in Schubladen, auf denen viele böse Vorurteile stehen. Unterschicht, schlecht in der Schule, bringen es im Leben zu nichts. Aber dann kam er, Deutschlands Super-Kevin. Und dem traut mancher sogar zu, eines Tages Bundeskanzler zu werden. Der Berliner Kevin Kühnert, seit 2017 Vorsitzender der Jusos, der SPD-Jugendorganisation, hat nur ein Problem und das heißt SPD. Die deutschen Sozialdemokraten teilen das Schicksal der französischen Sozialisten. Es geht stetig bergab. Eine Wahlschlappe folgt auf die andere und der Job als SPD-Parteivorsitzender gilt eher als Schleudersitz statt als Karrieresprungbrett. Risikobereit ist der Nachwuchspolitiker, geboren 1989, auf jeden Fall. Er traut sich Kritik an seiner Partei, Kritik an der alten SPD-Garde, vor allem aber Kritik an dem Bündnis der SPD mit Merkel. Ja, die Sozialdemokraten haben es schließlich 2018 wieder getan. Eine erneute Auflage der Großen Koalition mit den Christdemokraten. Dabei hatten Kevin und viele andere SPDler löwenhaft dagegen gekämpft und nannten ihre Initiative No GroKo. Für die Presse wurde der Schlagabtausch mit der Parteispitze schnell zum Zwergenaufstand und Kevin Kühnert zum Milchgesicht. Legendär sein Auftritt auf dem entscheidenden Parteitag und sein provokanter Vergleich. Wenn wir eine Kneipe wären, dann könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel bei uns offen, der ist so lang. Und schließlich appellierte er, in die Opposition zu gehen. Das heißt, heute einmal ein Zwerg sein, um zukünftig vielleicht wieder Riesen sein zu können. Politik macht Kevin, seit er 15 ist. Großes traute man ihm schon zu Schulzeiten zu. Eine Umfrage unter Mitschülern ergab, der Kühnert kann Kanzler. Dabei hat er zweimal ein Studium begonnen und jedes Mal für die politische Arbeit wieder abgebrochen. Sonst gibt er nur wenig über sein Privatleben preis, bis auf seine Leidenschaft für Amateurfußball und seine Homosexualität. So findet Kevin, wie der ehemalige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit, ich bin schwul und das ist auch gut so. Im Willy Brandt-Haus ist Kevin für die einen die Hoffnung auf eine Wiedergeburt der Sozis, für die anderen ein dickköpfiger Querulant. Kurz vor den Europawahlen 2019 sorgte er für einen riesen Trubel. In einem Interview sprach er ganz unumwunden die Enteignung von BMW aus. Entsetzen bei Parteikollegen und konservativen Medien, die sich fragten, wie viel DDR steckt in der SPD? Kevin hat das Schreckgespenst der Verstaatlichung geweckt. Er fordert mehr Links statt Mitte, mehr demokratischen Sozialismus statt kapitalistischer Marktwirtschaft. Schluss mit Merkels Sparmaßnahmen, der Obsession von der dicken, schwarzen Null. Das dürfte auch den französischen Sozialisten gefallen. Das heißt, denen, die noch übrig sind. Die jungen SPDler schätzen ihn. Rhetorisch gewitzt, scharf, klar und besonnen. Den Politikgrößen der Republik bietet er Paroli. Keiner scheint so groß für den 1,70 Meter Mann. Kevin sagt, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Seither ist bei den Jusos geradezu eine Kevin-Mania ausgebrochen. Umso besser, dass er vom US-Magazin Time schon zu einem Anführer von morgen gewählt wurde. Und so können die Kevins Hoffnung schöpfen. Mag sein, eines Tages heißt der deutsche Bundeskanzler Kevin.